Herzlich willkommen, welcome, bienvenue und so weiter. Den Rest kann ich nicht. Christoph, kannst du noch mehr? Nein. Also, herzlich willkommen bei Krokus Kusch Kunst und Schach. Die Türme. Mit Stürmen kommen die Türme daher. Die Türme können immer nur in der Reihe oder in der Linie gehen. Sie können natürlich hierhin gehen und dann die Reihe schlagen. Oder aber sie können nicht dieses machen. Geht nicht. Türme. Natürlich der auch. Oder umgekehrt, der schlägt gleich den. So. So können die sich hin und her bewegen. Wenn ihr zum Beispiel mit dem schwarzen Turm, weißen Turm üben wollt, dann könnt ihr hier Figuren aufstellen und die bleiben einfach stehen. Und ihr könnt hinstellen, so viel ihr wollt. Und jetzt muss der Turm, so wie er springt, einfach eins nach dem anderen rauswerfen. Und dann überlegt, wen nehmt ihr als nächstes, um möglichst schnell hinzukommen. Da muss er, da kann er gleich den ausräumen. Jetzt bin ich schon hier. Jetzt räumt er hier den weg. Jetzt muss er ganz hier rumziehen, hier hoch. Und kann gleich den machen. Das ist, wenn ihr einfach mal für euch spielen wollt und niemanden habt, der mit euch spielen will. Dann, ganz spannend sind unsere Springer. Unsere Springer. Wo ist der weiße Springer? Hier. Die können immer zwei vor und dann eins nach rechts oder nach links. Eins, zwei, eins rechts oder eins, zwei, eins nach links. Es ist cool, da könnt ihr wirklich toll zählen. Also, er kann eins, zwei und hier nur nach rechts gehen. Habt ihr verstanden? Oh, ich war im Bild. Nochmal zurück. Eins, zwei, eins rechts. Eins, zwei, eins links. Eins, zwei, eins links. Eins, zwei, eins links. Und da müsst ihr natürlich dran denken, dass man das immer im Blick hat. Das ist gehässig. Wenn man das nicht merkt, dann kann der einen ganz schnell mal wegputzen. Ja, probieren wir doch mal. Eins, zwei, passiert nichts. Eins, zwei, passiert nichts. Eins, zwei, hierhin. Ha! Und das können die Springer. Oh, ich will immer Pferd sagen. Die sehen aus wie so Springpferde, die so über so Dinger hüpfen, über so Wassergräben. Die können Figuren überspringen, die anderen nicht. Nur der Springer kann springen, wie der Name schon sagt, über Wassergräben, über Bauern, über Damen, über alles. Ha! Gut, das sind die Springer. Dann kommen die Läufer. Die Läufer, juche, juha. Die Läufer, wo ist der schwarze Läufer? Wo ist der schwarze Läufer? Mensch, Christoph, hier steht er doch. So, die können diagonal, nicht in der Reihe, und in der Linie wie der Turm, sondern die können diagonal laufen. Weiß hier oder hier, zack. Also, wenn der hier hingeht, kann der Schwarze den gleich schlagen. Bums. Wenn der hier hingeht, kann der Weiße ihn schlagen. So läuft das. Überlegt das euch mal, wie die laufen können. Probiert einfach mal aus. Oh, der geht wieder zurück. Der geht wieder zurück, schwarz dahin und weiß dahin. So, also diagonal können die
Die können super Diagonalen machen. Die Türme können immer nur waagrechte Reihe oder Linie machen. Ihr denkt noch dran. A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war jetzt doof, aber deine Hand davor, Mensch Christoph, das sieht man doch. So, dann gibt's noch den König. Den König. Weiße Dame auf weißes Feld. Also, so. Und der kann immer nur ein Feld vorgehen oder zurück in alle Richtungen. Der kann vorwärts, seitlich. Der kann einmal hier herumspringen. Immer ein Feld dahin, dahin, dahin. Ist doch cool. Der kann hierhin, der kann hierhin, der kann dahin, er kann dahin, er kann dahin, er kann dahin. Aber eben, wie gesagt, immer nur ein Feld. Ein Feld. Hallo, liebe Kinder. Letztes Mal ist die Kamera auf Stopp gegangen. Von sich alleine. Darf die das? Nein, natürlich nicht. Deswegen erkläre ich euch jetzt, wie die Damen hüpfen, springen, seitlich und so weiter. Kennt ihr den Song? Ich habe ihn vergessen. Irgendwas mit Stock, Schirm und seitwärts ran und la la la. Ich muss die Ides fragen. Die kennt sowas. Also Christoph, mach mal. Wie ihr wisst, weiße Dame auf weißes Feld, schwarze Dame auf schwarze Feld. Dann darf die weiße Dame in alle Richtungen sich bewegen. Also wenn man von hier geht, kann sie diagonal gehen. Sie kann seitlich nach allen Seiten, wenn sie hier steht zum Beispiel, kann sie auch in diese Seite rückwärts diagonal marschieren. Und ihr erinnert euch, der König kann immer nur eins gehen, auch in alle Richtungen, vorwärts, seitwärts, rückwärts und so weiter. Und die Dame kann bis da hinten hinspringen. Und ihr könnt ja mal probieren, mit den Damen zu gehen, ohne dass sie sich berühren, aber immer in der Nähe sind. Ein Denkfehler und schwupps ist die Weiße draußen. Aha, ich hab gewonnen. Schwarz hat gewonnen. Hahaha, super. Super, das war noch ein cooles Spiel. Einfach mal Dame gegen Dame. Jetzt gibt es was Spannendes. Frei, ausholende Kreisbewegungen. Oh, ihr seht ja gar nichts. Kreisbewegungen. Und zwar, um euch auszubreiten, frei zu machen, den Mut zu haben, große Bewegungen zu machen. Und zwar Kreise. Ich kann das mit dem Schwanz. Macht ihr das mal mit der Hand, mit dem Bein, mit dem Kopf. Und dann geht es darum, einfach Kreise zu malen. Legt die aneinander hin. Es geht darum, einfach nur erstmal mit der Hand auch zu lernen, sich frei zu bewegen und nicht immer aufzulegen. Große, ihr könnt kleine Kreise malen. Denkt richtig schöne, runde Kugeln, Murmeln und probiert einfach Kreiszeichnen aus. Und da könnt ihr die ganze Seite voll malen, dann könnt ihr noch andere Stifte nehmen und mit anderen Stiften das probieren. Und probier da nicht zu fest aufzudrücken. Und sortiert euch einfach mal die Steine hin, wie ihr wollt. Und groß malen, da passt nicht mehr drauf, da passen jetzt aber viele kleine rein. Und möglichst schön
probieren, rund, nicht aufzulegen. Freizeichnen lernen. Ups, da habe ich den Platz zu sehr eingeschränkt. So sieht es dann schon mal aus. Jo, und das war's erstmal. Und dann sage ich erstmal, die anderen gibt's ja schon. Die Übungen sind die Nummer 3. Da gibt's auch wieder Zeichenübungen. Und jetzt werden wir das zusammen basteln. Tschüss, tschüss, Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe, trinken, trinken, bunt malen, trinken, Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe. Tschüss, tschüss. Tschüss.